Ja, liebe Leute, die Zukunft des Verkehrs ist elektrisch und mobil, heißt es überall. Und deswegen habe ich mir hier mal ein Cargo-Lastenfahrrad ausgeliehen von der Firma Schlatt. Die hat das jetzt seit einiger Zeit im Einsatz. Wir schauen uns das mal an und ich werde das gleich mal testen im Alltagstest hier im Bocholt. Also, das Rad zeichnet sich aus hier durch einen ganz normalen E-Bike-Motor mit einer Batterie. Ist also unterstützt. Der Vorteil bei diesem Rad, es hat eine stufenlose Gangschaltung. Man kann also hier im Grunde genommen das ganze Thema hoch und runter drehen. Es hat einen entsprechenden Lastenkäfig mit beziehungsweise es hat hier einen Behälter, der kann mit bis zu 250 Kilo beladen werden. Hier noch ein zusätzliches Fach für den obligatorischen Helm und wie sich das für ein Handwerkerfahrrad gehört, hier noch Schubladen, in denen man Werkzeug unterbringen kann. So, das Ganze ist, wie ihr seht, ein Dreirad. Das heißt, vorne sind zwei Räder, um dem Ganzen Stabilität zu verleihen. Und das Fahrrad ist ein sogenanntes Neigefahrrad. Das heißt, ich habe das jetzt die Neigung mal ausgeschaltet. Ich schalte sie mal eben wieder ein. So, das heißt, das Fahrrad legt sich in die Kurve. Das soll dann ein etwas besseres Kurvenverhalten geben. Beziehungsweise auch dafür sorgen, dass die ganzen Sachen nicht so hin und her schlabbern. Ich bin gestern schon mal damit gefahren und manchmal ist es ein bisschen abenteuerlich, weil heute stand im BBV, die Radwege im Bocholt seien zu klein bzw. Ein bisschen überaltert und holprig. Und das kann man mit so einem Fahrrad wirklich bestätigen. Vor allen Dingen wird es manchmal enorm eng, so im Begegnungsverkehr, wenn einen die Leute überholen wollen und so weiter. Aber ich werde das gleich mal nochmal ausprobieren, dann könnt ihr das auch sehen. Ich habe mir hier so eine Halterung draufgeschraubt, damit ich dort die Kamera positionieren kann. Ja, und dann fahren wir gleich mal los und testen. So, Helm auf, wie sich das gehört. So, und auf geht's. Man schaltet jetzt hier möglichst in einen kleinen Gang. Man sollte auch ein bisschen anrollen, denn man braucht ein bisschen Schwung, um das Fahrrad in Schwung zu bringen. Und ja. So, jetzt schalte ich mal runter. Jetzt geht es hier in die Kurve. Ja, das ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man schon merkt, dass man vorne an der Vorderachse eine ganze Menge an Gewicht hängen hat. So, jetzt kommt der Alltagstest. Ich habe gestern am ersten Tag mir eine Strecke rund um Bocholt ausgesucht, weil ich einfach noch nicht mit durch die Stadt wollte, weil man sich doch ein bisschen an das Gefährt gewöhnen muss. Vor allen Dingen, man halten will und so weiter, dann ist diese Neigetechnik doch schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber man kommt relativ schnell zurecht. Ich fahre jetzt hier mal durch Stehland. Es ist ein bisschen ruhiger. Hier stehen wir auch schon vor dem ersten Problem. Tja, wie kommt man jetzt hier durch? Das ist schon wirklich ein bisschen tricky. Da kann man also mit diesem Gefährt einfach nicht durchfahren. Da muss man irgendwie sehen. Das müssen die Stadtplaner vielleicht demnächst auch mal bedenken. Aber ich nehme jetzt einfach mal einen anderen Weg. Ja, wir befinden uns jetzt hier auf einem Fahrradweg. Und ihr seht selbst schon, wenn ihr mal die andere Kameraeinstellung seht, wie eng das ist. Also bei der Breite dieses Fahrrades passt da das gerade mal das Fahrrad drauf. Wenn man überholen will oder sonst was, dann wird es also schon extrem eng. Und erst recht eben im Begegnungsverkehr.
jetzt hier mal den Bordstein hoch. Das geht eigentlich ganz gut. Allerdings, wenn der Bordstein etwas höher ist, empfiehlt es sich, hier abzusteigen und das ganze Rad per Hand zu steuern. Das Rad macht so einen ganz stabilen Eindruck. Die Bremsen sind hydraulisch verstärkt, sodass man da also auch keine Probleme hat. Ein bisschen schwierig wird es, wenn man plötzlich abstoppen muss, weil dann hilft es oft nur, eben schnell vom Rad zu springen. Und hier hat man schon so ein nächstes Problem. Auch hier muss man sagen, das wird verdammt eng. Da muss man schon ein bisschen Mut zusammennehmen, um da einfach durchzufahren. Das Rad ist leichtläufig. Ich fahre jetzt hier ungefähr 18 Stundenkilometer. Viel schneller sollte man damit allerdings auch nicht fahren, außer auf gerader Strecke. Weil tatsächlich, wenn unvorhergesehene Dinge passieren, dann ist man mit diesem Lastenfahrrad nicht ganz so reaktionsschnell wie mit einem normalen Fahrrad oder einem normalen Pedelec. Ich habe jetzt nochmal im Stadtwald gedreht. Auch das ist immer ein bisschen schwierig, weil der Wendekreis ist natürlich auch durch die Doppelachse ein bisschen größer. Ansonsten fährt sich das Fahrrad gut. Wie gesagt, elektrisch unterstützt. Das macht natürlich schon eine Menge aus. Also man kann damit leicht und locker fahren. Die Reichweite ist ungefähr 50 Kilometer. Das ist nicht das meiste, aber da diese Fiets ja eben auch hauptsächlich für Handwerker und so gedacht sind, reicht das. Man fährt damit im Grunde genommen einen Tag durch die Stadt und hängt es dann eben abends wieder ans Ladegerät. So, nächstes Problem. Kinderwagen, noch mehr Gegenverkehr. Da muss man sagen, muss man hier ein bisschen mehr aufpassen als mit einem normalen Rad. Vor allen Dingen, wenn ein Menschen auf dem Fahrrad mit Hund entgegenkommen, da erntet man, kann ich sagen, schon manche böse Blicke. Aber letztendlich ist ja ein zugelassenes Gerät und da müssen halt alle einander Rücksicht nehmen. Aber auch hier